Im Dialog Gruppen für Preislistenpositionen im Register BLB Sperrung sind Sie in der Lage, die links in der Gruppenliste ausgewählte Gruppe für Preislistenpositionen für Bauleistungsbeschreibungen zu sperren. Sie sehen im Dialog im unteren Bereich die verfügbaren BLBs, das heißt alle in der Kalkulation vorhandenen, und im oberen Bereich des Dialoges die gesperrten BLBs. Möchten Sie die links ausgewählte Gruppe für eine BLB sperren, so wählen Sie bei verfügbaren BLBs einfach die gewünschte BLB oder über Mehrfachmarkierung die gewünschten BLBs aus und klicken auf Sperren. Die gewählten BLBs verschwinden automatisch im Bereich verfügbarer und tauchen automatisch bei den gesperrten auf. Möchten Sie eine einmal getätigte Sperre wieder aufheben, wählen Sie die Bauleistungsbeschreibung oder die Bauleistungsbeschreibungen im Bereich gesperrte BLBs aus und klicken einfach auf Sperre aufheben. Die BLB erscheint dann automatisch wieder im Bereich verfügbarer Bauleistungsbeschreibung. Die Option, eine Gruppe von Preislistenpositionen für eine Baubeschreibung zu sperren, steht zur Verfügung, um abzusichern, dass Preislistenpositionen nur für die Baubeschreibungen verwendet werden können, für die Sie diese entsprechend auch freigeben. Beachten Sie bitte, dass diese Sperrfunktion der Gruppe automatisch für alle Positionen, die sich innerhalb dieser Gruppe befinden, gilt.